Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu einer weiteren Ausgabe vom Uptown Talk. Projekte wie Uptown Basel, Quantum Basel und Kai Ventures, die funktionieren eben nicht nur mit Luft, Liebe und ganz guten Ideen. Wegen dem reden wir heute mal über Geld. Redstone spielt hier als Venture Capital Geber eine ganz grosse Rolle. Und was es für weitere Investitions- und Kapitalmöglichkeiten gibt, über das rede ich heute mit dem Marco Stutz, Investment Director bei Redstone. Ja, hallo, ich freue mich hier zu sein wieder. Verstand ich das richtig? Redstone ist eigentlich Kapitalgeber, Venture Capital Geber für Startups, die im Ökosystem von Quantum Basel und im Accelerator-Programm von Kai Ventures angesiedelt sind. Wie findet die Zusammenarbeit zwischen all diesen Parteien eigentlich genau statt? Oh ja, ist relativ komplex. Also erstmal korrekt, wir sind Venture Capital Geber, wir sind eine gesamte Plattform und haben aktuell 10 verschiedene Sektorfonds. Sektorfonds heißt, wir sind auf sehr viele Industrien spezialisiert, zum Beispiel für den Handel, für Fintech, also Finanzprodukte. Wir sind im Sozialbereich unterwegs, auch in einem anderen Deep Tech Fonds, wo wir in industrielle Produktionsmethoden investieren zum Beispiel. Und ja, und das Letzte ist da natürlich Quantentechnologien, was wir als Partner sozusagen für das Ökosystem von Quantum Basel, aber auch von Kai Ventures natürlich unternehmen. Und ja, die Zusammenarbeit ist natürlich sehr vielfältig in alle Richtungen. Zum einen haben wir Investoren, deren Gelder wir verwalten, wo wir Verpflichtungen haben. Aber wichtiger ist da natürlich, dass wir die, sagen wir mal, erfolgsversprechendsten Startups aus den Märkten herausfiltern. Spezifisch bei Redstone haben wir dafür eine riesen Datenbank. Also wir schauen uns mit 3 verschiedenen Data Scientists 3 Millionen Firmen weltweit an über ganz verschiedene Segmente. Also gerade was künstliche Intelligenz und Quantumtechnologien angeht, sind das über 100.000 Firmen. Und die screenen wir, die schauen wir uns von oben nach unten immer wieder an und die erfolgsversprechendsten, mit denen nehmen wir Kontakt auf und diskutieren dann natürlich, wer von uns auch Geld erhalten sollte, und in die investieren wir schlussendlich. Das heißt, investieren bedeutet, wir geben denen Geld für den Firmen für die nächsten 18 bis 24 Monate und kriegen im Gegenzug dafür natürlich Anteile an der Firma und sind damit dann auch Gesellschafter an den Firmen. Sie leiten den Quantentech-Fonds bei Redstone. Sie haben profundes Wissen, viele, viele Jahre Karriere gemacht im Private Equity und Venture Capital Bereich und plötzlich geht es um Quanten und Quantentechnologien. Könnte man sagen, Sie sind durch diese Position ins Rabbit Hole von der Quantentechnologie geht? Ja, absolut. Ich meine, ich bin von der Ausbildung her Wirtschaftsingenieur. Ich habe 2/3 meines Studiums über Wirtschaft, Business Management studiert und das andere über Verfahrenstechnik, spezifisch Lebensmitteltechnik, und jetzt auf einmal über Quantentechnologien. Ich habe jetzt schon über 14 Jahre in junge Firmen investiert, also insgesamt über 60 Firmen auch, die sehr früh sind, Gründer mit Ideen. Und da waren auch unter anderem wirklich Hochtechnologie-Startups dabei. Quantentechnologien ist nochmal eine andere Thematik. Ja. Also da merke ich es selbst, dass wenn man mit einem Quantenphysiker spricht, und ich habe jetzt in dem letzten Jahr, seitdem ich auf dem Thema bin, wirklich sehr viel auch darüber gelesen, aber es ist doch schon sehr, sehr, sehr schwierig. Und deswegen bringe ich natürlich eher das Investment-Know-how mit. Heißt, wie investiert man, zu wie viel Geld, was sind kommerzielle Faktoren, wie viele Anteile hält man an der Firma, um das Potenzial auch einzuschätzen. Wie wird so eine Firma mal Geld verdienen, was ist die vielleicht in den Märkten wert? Aber da ich mir die Disziplin von Quantenphysik selbst nicht hundertprozentig zutraue, was glaube ich auch schwierig ist, selbst für Quantenphysiker, haben wir unser Team jetzt auch noch erweitert um eine studierte Quantenphysikerin, die einen Bachelor in experimenteller Physik gemacht hat, in Quantenphotonen, eher Materialwissenschaft, ihren Master und selbst noch einen Doktortitel im Bereich skalierbare Ionenfallen erworben hat und war selbst auch noch an einem britischen nationalen Quantencenter, Competence Center in Oxford 2 Jahre aktiv, kennt die Märkte sehr gut, und das ist natürlich auch sehr hilfreich, wenn es dann in Geschäftsmodelle geht, das ist das eine, aber eher noch natürlich um das wissenschaftliche Potenzial und die Replizierbarkeit von so einem Quantenprodukt zu bewerten.
Wenn wir es von Investoren haben, es ist völlig klar, dass hier bei diesem Uptown Basel-Projekt der Privatinvestor, der Dr. Thomas Stähelin, komplett dahinter steht. Und ich denke, das ist auch einer der ganz, ganz grossen Grundpfeiler von diesem Projekt. Trotzdem muss jetzt mal gesagt sein, dass es hier trotzdem noch weiteres Potenzial für Investitionsmöglichkeiten gibt, auch für externe und andere Kapitalgeber. Wie erleben Sie das? Ist Kapitalgeber das bewusst, was hier noch für ein Potenzial schlummert und was für ein Potenzial ist es? Ja, sehr spannend. Erstmal sind wir sehr dankbar natürlich gegenüber dem Thomas Stählin, dass er uns unterstützt, dass er das Vertrauen in uns auch hat, auch in unsere natürlich langjährige Erfahrung. Das ist das eine Thema. Quantumtechnologien als Subsegment ist gerade natürlich wieder in aller Munde. Es erlebt gerade wieder einen absoluten Aufwind. Und gerade was das Potenzial der Technologien verspricht, wird es Investoren immer mehr bewusst. Und das merken wir jetzt auch. Das war auch der Grund, warum die Unternehmerfamilie hinter dem Fonds, die jetzt der erste Anker-Investor in dem Fonds ist, dass sie in uns vertrauen, ist das eine, aber dass wir genau jetzt sagen, wir gehen jetzt raus und sammeln von weiteren Kapitalgebern, die genau das Potenzial sehen, die wir teilweise noch überzeugen müssen davon, dass sie auch weiterhin investieren werden und wir dann noch weitere Investoren finden. Was für Arten von Kapitalgeber passen zu Uptown Basel und Quantum Basel? Auch die sind sehr vielfältig, ja. Natürlich sind wir selbst noch ein bisschen am Herausfinden gerade, für wen Quantumtechnologie schon mal ein Thema generell ist. Es müssen schon Leute sein, die ein gewisses technisches Verständnis haben, die das Potenzial sehen. Zum Zweiten, das können Privatinvestoren sein, ähnlich wie die Familie dahinter, Family Offices. Wo wir aber auch gerade einen sehr großen Zulauf sehen, ist gerade bei großen Tech-Unternehmen, die zum Beispiel aus dem Halbleiterbereich kommen, die an gewisse technische Grenzen stoßen werden, dass man natürlich nur eine maximale Anzahl von Transistoren auf einen Halbleiterchip passen und die natürlich schauen, wie deren Geschäftsmodelle in den nächsten 10 bis 20 Jahren aussehen. Und da können natürlich Quantumtechnologien ein ganz großer Hebel werden. Und das sind auch wiederum Investoren, gerade diese Großunternehmen, die sehr intensiv reinschauen, die eigene Forschungsgruppen schon im Quantenbereich haben und die dann auch sagen, uns reicht es nicht, das selbst zu entwickeln, sondern wir setzen auf weitere Gründer weltweit von Top-Universitäten, aus Gründungszentren, auch aus privaten Gründungszentren, wie in Quantum Basel, die da natürlich auch Geld geben, weil wir nochmal für die Investoren da natürlich ein erweiterter Arm sind, um noch spannendere Unternehmen zu finden, die sie vielleicht selbst noch nicht auf der Agenda haben. Vielleicht noch als abschließende Frage. Wenn Sie investieren, dann ist das nicht nur eine persönliche Entscheidung von Ihnen, sondern da spielt auch Sophia eine grosse Rolle. Kein weiteres Mitglied von der Geschäftsleitung, sondern eine Datenplattform. Vielleicht nur noch ganz kurz und knackig, wie funktioniert Sophia? Das ist eine sehr gute Frage. Das ist ein bisschen die Hauptursache, warum eine Redstone überhaupt gegründet wurde. Das liegt daran, dass Investieren natürlich einen riesengroßen persönlichen Einfluss hat. Ich habe Investments gemacht aus dem Bauchgefühl heraus. Wir haben es astrologisch versucht. Wir haben alles probiert mit vielen Gründern. Und natürlich, man hat immer einen Einfluss. Man sagt, oh, der Gründer, die Gründerin, das passt mir sehr gut. Der nächste Deal ist vielleicht besonders günstig. Und genau diesen persönlichen Einfluss, um den rauszunehmen, sind wir auf eine, sagen wir mal, neutrale Plattform gegangen, die sehr rational auf Datenbasis entscheidet. Und deswegen wurde innerhalb der Redstone mit dem Datenteam die Sophia aufgebaut. Das ist eine eigene Datenplattform, wo wir mehrere Datenquellen vereinen. Wir haben eigene Datenquellen programmiert und aufgebaut, um dann natürlich diese Vergleichbarkeit zu haben. Was die Plattform macht, ist, aufgrund der Fakten zu Gründern, zu Geschäftsmodellen, zu Co-Investoren, Firmen direkt schon mal zu scoren, zu einzuschätzen und zu bewerten, ne? Und damit eigentlich einen großen Anteil von ja, einer persönlichen Einschätzung schon mal wegzunehmen. Und ich sage immer so, Investment-Manager-Job, die richtigen Firmen auszusuchen, ist wahrscheinlich wirklich 40 bis 60% rein analytisch. Und diese Arbeit wollen wir schon mal
größtenteils abnehmen. Ähnlich wie das heute vielleicht ein ChatGPT macht, dass man Texte nicht mehr selbst schreiben muss, sondern schon viel vorgeschrieben wird, aber es reicht trotzdem nicht. Am Ende muss dann schon noch Erfahrung reinschauen. Ist es eine tolle Firma, ist das eine, aber da muss man natürlich auch schauen, kann man immer noch mit dem Gründerteam arbeiten? Welches Potenzial ist da drin? Was ist Möglichkeit, um so eine Firma mit Kunden zu verbinden und für die Geschäftsentwicklung das Potenzial herauszufinden? Und da braucht man dann immer noch auch menschliche Komponente. Aber ja, Sophia ist natürlich eine unserer wichtigsten Mitarbeiterinnen und deswegen sind wir da auch sehr stolz drauf, dass es gut funktioniert. Wurden selbst gerade erst vor 3 oder 4 Monaten als Top 20 Venture Capital Investor datenbasiert weltweit ausgewählt. Und das finde ich eine gute Auszeichnung. Gibt uns der Erfolg, gibt es natürlich auch recht, dass das ein richtiger Weg ist, rationale Investmententscheidungen zu treffen, ohne Bauchgefühl und ohne nur menschliche Einschätzung.